ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Food Haul und ich habe mittlerweile einen Kühlschrank. Das heißt, das ist der erste Einkauf, wo ich auch Sachen für einen Kühlschrank gekauft habe. Ja, und diese Sachen möchte ich euch jetzt zeigen. Ich war wieder bei Hofer und habe circa aufgerundet 30 Euro ausgegeben. Zweimal Puffolettis Natur, drei Bananen, zwei Tees gekauft, einen Halloween-Tee noch, das war im Angebot, weil ja Halloween schon vorbei ist, Spooky Raspberry, Früchtetee aromatisiert mit Himbeeren und Waldmeistergeschmack. Ich fand den einfach interessant, deshalb wollte ich den nehmen. Und dann habe ich mir noch einen Erdbeerstee geholt. Snack-Karotten, zwei kleine Joghurts, einmal Erdbeer und einmal Vanille, einen Naturhummus, zwei Proteinweckerl, eine Erdbeermarmelade ohne Stücke, die originalen Lachgummi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber es sind halt so Essiggurken mit Honig. Weil da steht so Cornichons oder so irgendwie. Keine Ahnung. Und das sind halt so kleine Essiggurken. Dann Gouda in Scheiben mild. 1 Liter Milch. Das heißt, ich kann endlich meine Kaffeemaschine in Gang setzen und Kaffee trinken. Einen Kremser Senf. 3 Packungen Mozzarella. Einen französischen Brie würzig cremig. Dann noch eine Salami. Und dann noch zum Schluss als letztes schwarze Oliven ohne Kerne. Das war mein gesamter Einkauf. Bin happy, dass ich jetzt einen Kühlschrank endlich habe. Komme wahrscheinlich jetzt auch länger aus mit den Sachen als mit den Einkäufen, wo ich noch keinen Kühlschrank hatte, weil ich da einfach nicht so viel kaufen konnte, logischerweise. Na gut, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!